Die 32-Jährige sicherte sich neben dem Weltmeistertitel in der 3000 Meter Einerverfolgung auch Silber über 500 Meter und im Scratch Race. Das ist ein absoluter Traum, der in Erfüllung geht, sagte 32-Jährige über ihren zweiten WM-Titel, bei dem sie vor Britin Megan Gaglia und Jamie Whitmore aus den USA mit persönlicher Bestzeit siegte. Neben den drei Medaillen von Schindler zählte das deutsche Team bei 12 Starts insgesamt 9 Platzierungen unter den ersten 10. Mit ihren guten Leistungen sammelten deutschen Athleten zahlreiche Qualifikationspunkte für Paralympischen Spiele 2020 in Tokio.